So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom, Legend of Zelda, das Let's Play ist ungeschnitten, das heißt, man begleitet mich einfach bei meinem Spielerlebnis. Und ja, einfach nur für alle, die vielleicht irgendwann mal so einen Part öffnen sollten und mich nicht kennen. Bei mir wird nicht viel geschnitten, vielleicht ab und zu mal ganz wenig. Ich werde das, glaube ich, ein paar Mal dazu sagen. Okay. Folge 2. Für Folge 1 sollte ich einen Namen gefunden haben. Falls es hierfür keinen Namen gibt, könnt ihr euch gerne einen aussuchen in den Kommentaren. Oder einfach einen Vorschlag schreiben. Aber ich denke, auch hierfür wird sich noch ein Folgentitel finden lassen. Wir sind ja noch ganz, ganz am Anfang. Da lässt sich auf jeden Fall noch was finden. Aber so später, wenn es dann mal Parts gibt, wo man einfach nur rumläuft oder irgendwas sucht oder irgendwas macht, wenn es dann mal so richtig losgeht, ne? Dann sieht das Ganze anders aus. Aber noch entdecken wir ja erst das Spiel. Und was mir jetzt schon wieder nicht gefällt, und ich muss halt diese Kritik sagen, weil es auch bei Breath of the Wild einfach super nervig war. Musik. Welche Kraft? Welche Kraft? Das Ding macht einen Schaden. Okay. Gut, ja, ne, Musik fehlt mir viel zu sehr. Aber das wird hier wohl leider auch wieder so sein, dass man viel einfach rumläuft und keine Musik hat. Ist dann halt so. Let's go. Abspringen. Ich kann übrigens nichts steuern, sonst würde ich jetzt steuern. Ja, ab und zu kommt dann mal ein bisschen Musik, aber sie wird sich sehr bedeckt halten, fürchte ich. Wir werden sehen. Und da sind wir richtig im Spiel angekommen. Zum Beschleunigen R halten. Hui! Okay. Ich finde es interessant, dass die Kraft sich zum... Okay, verlassene Himmelsinsel. Dass die Kraft des Masterschwerts sich zum Neige... Nein, also zum... Na, hier. Von dem Ding hier. Die Kraft neigt sich ihrem Ende. Bäm. Okay, und dann kann man es tatsächlich eine Zeit lang nicht einsetzen. Ist in Ordnung. Wir können ja den Ast nutzen. Der ist nämlich stärker als das Masterschwert. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und auf Monster werfen. Sagt man hylianischen Baum, weil es ja Hylia ist und nicht Hylia? Ich habe immer früher Hylia gesagt, aber es heißt Hylia. Ist es dann ein hylianischer Baum? Oder ein hylianischer Baum? Ich habe keine Ahnung. Aber ihr seht's, Musik. Na, nur so leicht im Hintergrund. Mal gucken, ob sie überhaupt oft vorkommt, wir werden sehen. Wahrscheinlich sollte man den Weg da geradeaus weiterlaufen, aber ich gucke mich jetzt schon mal hier ein bisschen um. Die Frage ist halt, ob man schon was finden kann. An Crocs zum Beispiel, oder ob man sich noch gar nicht umschauen sollte, sondern erstmal weiterspielt. Aber hey. Ich meine, theoretisch lässt mich das Spiel jetzt ja überall hingehen, ne? Also theoretisch habe ich jetzt schon keinen vorgegebenen Weg mehr. Ich kann mich jetzt bewegen, wohin ich will. Was natürlich wieder sehr interessant ist. Das werden wir alles noch erkunden.
alles, also fast alles. Ich weiß nicht, wie viel wir schaffen werden. Wir haben ja auch Breath of the Wild nie zu 100% gespielt. Ne? Also manche Schreine haben wir zum Beispiel ausgelassen. Und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, ob es hier wieder Schreine gibt. Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich kein Segel. Kein Parasegel. Aber vielleicht kommt das auch wieder. Ah, es sieht schon alles wieder sehr schön aus. Da unten ist irgendein Würfelding. Da ist auch irgendwo irgendwas zum Einsammeln oder irgendwas, was sich dreht. Ah, vielleicht. Nee, das könnte auch ein Gegner sein. Das muss nichts zum Einsammeln sein. Sieht auch wie so eine Kampfplattform aus. Das Wasser hier macht einfach mal einen Abflug. Dem Wasser müssten wir doch dann theoretisch bis ganz nach unten folgen können. So, das geht ja durch die Wolkendecke. Kann man dann dieses Wasser, also wenn man jetzt ganz unten wieder ist in Hyrule, kann man dann dieses Wasser sehen, wie es da runter geht? Und kann man mit dem Wasser vielleicht auch wieder nach oben kommen? Fragen über Fragen. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Ich will eigentlich noch nicht runterfallen. Ich würde schon gerne den richtigen Weg geradeaus weiterlaufen. Nicht, dass wir irgendwas verpassen, was mir das Spiel mitteilen möchte. Weil ich jetzt hier wieder rumlaufe wie so ein Dulli. Ach, guck mal. Wir haben den Himmelspilz gefunden. Ein gewöhnlicher Pilz. Ist ihn, um deine Herzen aufzufüllen. Ja, und dann sind wir hier einmal rum. Das war jetzt weniger ereignisreich, als ich gehofft hatte, aber wir haben einen Pilz gefunden. Und wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Aber das ist das, was ich meine. Man begleitet mich, wie ich das Spiel spiele. Und ich würde das Spiel jetzt halt so spielen. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Ich will ein bisschen mich umschauen. Oh, komm her. Okay. Ich will mich ein bisschen umschauen. Ein paar Sachen rausfinden. Ich will immer nicht so gleich überall hinrennen. Ich will mal so ein bisschen genießen auch. Das ist ein Gegner. Was bist du denn? Aber die Waffe kann ich mir safe dann kreisen. Der hat ja auch einen Ast, oder? Der hat auch einfach nur einen Ast. Mein Master Schwert hat sich aber noch nicht wieder erholt, ne? Also dann kämpfe ich halt mit dem Ast. Yo! Welchen Weg bist du denn gegangen? Ja, das ist jetzt schlecht. Gibt's wieder sowas wie Flurry Rush? Ah, den konnte ich noch nie gut. Yes! Das Lustige ist, der wird mir sicherlich erst noch erklärt werden. Aber ich sollte ihn auf jeden Fall gut können. Oh, was ist das denn? Eine Sonau-Energiesphäre. Material, das unter anderen Konstrukten als Energiequelle dient. Es strahlt eine starke Kraft aus. Okay. Irgendwas, was ich noch gar nicht kenne. Alpha-Krieger-Konstrukthorn. Okay, das ist so ein Monstermaterial. Gut, das ist halt einfach... Ja, das muss ich jetzt nicht lesen. Das ist halt einfach Monstermaterial. Okay. Das, ja, das ist auch was ich weiß. Man kann irgendwie in diesem Spiel ganz viele Sachen bauen. So, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, so ungefähr. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, wie sich das auswirken wird. Was man da alles bauen kann. Manche haben ganze riesige Roboter gebaut und so. Also da gibt es auch wieder ganz übertriebenes Zeug. So. Aber mein erster Flurry Rush. Juhu. Den werde ich noch ganz oft einsetzen müssen. Waffenschnellauswahl. Ja, das ist mir klar. Das ist nichts Neues. Aber das Master Schwert braucht echt lange zum Erholen. Sieht man, wie lange das noch braucht?
Nein. Okay, ist einfach kaputt. Neue Waffe. Einfacher Stock. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist. Gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung leicht zu handhaben. Du kannst ihn ausrüsten oder als Waffe verwenden. Ja, bis er dann halt kaputt ist. Wie alles. Ich will da nicht rausspringen. Ich will nur mal gucken. Das erinnert mich an eine Game of Thrones-Szene. Ich werde aber jetzt nichts erzählen, weil Spoiler. Wer sie kennt, weiß, wovon ich rede. So. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was ich, worauf ich gerade angespielt habe. Also, nicht schreiben, worauf ich angespielt habe, sondern nur, ob ihr wisst, worauf ich angespielt habe. Es soll ja niemand gespoilert werden. Waren wir da oben schon? Ist das das, wo ich vorne hochgeklettert bin, oder sind wir jetzt eins tiefer? Ach nee, hier bin ich... Ja, lol, okay. Hier bin ich vorhin schon hochgeklettert. Ist okay, ist okay. Aber wir sind doch nicht hier hochgelaufen, richtig? Aber das kann ich alles nicht einsammeln. Ah, jetzt sind noch mehr Pilze. Die kann man sich ja gleich mal gönnen. Okay, ja, dann wieder runter. Ich wollte eigentlich so einen Fall Cancel machen. Ich glaube, das geht hier gar nicht. Oh, Äpfel! Nice! Dann essen wir doch gleich mal was. Ach, guck mal, hier Rezept auswählen. Das heißt, es gibt auch wieder... Ja, ich meine, klar, ne? Es gibt wieder Kochen und so. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Noch eine Route... Okay, ich denke, wir sind genug ausgerüstet. Wir gehen mal weiter. Und ich denke, ich habe auch mich genug umgeguckt. Aber das Interessante ist halt, man hätte jetzt auch ganz da hinten runterspringen können. Und einen völlig anderen Weg laufen. Also das Spiel muss einen ja irgendwie dann trotzdem führen. Zumindest ein bisschen. Wie zum Beispiel bei Breath of the Wild konnte man ja am Anfang auch nicht von dem Plateau runter. Und musste auf jeden Fall erstmal die Schreine auf dem Plateau erledigen. Ich frage mich, wie das hier ist. Ob ich hier wirklich einfach schon direkt runtersegeln kann komplett? Oder ob wir hier schon an gewisse Grenzen gebunden sind. Naja, wir gehen jedenfalls jetzt diesen Weg. Ja gut. Dieser Weg ist hier dann auch schon zu Ende. Ich kann nur weiter runter jetzt. Das scheint aber auch das Gewöhnliche runter zu sein. Das heißt, wir gehen hier runter. Ui! Achso. Ich dachte, es ist ein Abspringen runter. Aber nee, das sieht auch nicht gesund aus, hier runter zu springen. Ah, Moment mal. Wir probieren das mal kurz aus, aber ich werde wahrscheinlich sterben, wenn ich jetzt da runter springe, ne? Ist da Wasser? Ach was. Okay. Man kann nicht überall runterspringen. Mhm. Kann ich runterklettern so ein Stück weit? Nee, aber da ist auch nichts. Das war nicht, was ich wollte. Okay. Man kann nicht überall runter. Das heißt, insofern lässt dieses Spiel dann doch noch so ein bisschen... Oh. Tipps. Ja, das mit dem Wasser ist wichtig, ne, wie es gerade hier stand. Man muss Wasser anvisieren, dann kann man runterspringen wahrscheinlich. Und sonst nicht. Das heißt, mit anderen Worten, ich komme hier gar nicht runter.
Oder kriege ich hier... Warte, hier ist ja Wasser. Wenn ich jetzt hier springe... Erlaubt ihr mir das jetzt nicht, weil ich das Wasser nicht getroffen hätte? Oder darf ich? Ich darf wahrscheinlich nicht runter hier. Wahrscheinlich darf ich hier einfach nicht runter. Was passiert, wenn ich jetzt... Okay, jetzt probieren wir einfach mal den ganz krassen Sprung aus. Aber wahrscheinlich ist das das Gleiche. Na, wenn ich jetzt hier den Abflug mache... Ja, okay. Okay, gut. Das ist die Frage, die ich mir gestellt hatte. Wie schränkt mich das Spiel ein? Gut Spiel. Ich bin effektiv in der Luft gespawnt. Sehr gut. Wenn du wenig Herzen hast, greif deine Feinde nicht frontal an. Okay, danke. Ja, kann ich dann vielleicht... Dann kann ich ja nicht mal darauf runter, ne? Dann muss ich einen besseren Weg nach unten finden. Okay, okay, okay. Dann ist das die Eingrenzung, die ich gemeint hatte. Wo ich noch nicht so ganz sicher weiß, wie ich wohin komme. Sehr interessant. Weil, also wie gesagt, hier ging es... Ach, guck mal, was ist denn das hier? Ah. Ah, macht jetzt hier eine Brücke auf. Ich bin doof, ne? Ich habe den Typen komplett übersehen. Oh nee, das sieht nicht wie eine Brücke aus. Redest du mit mir? Dienerkonstrukt, ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Der Meister mit der Astwaffe. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Gib mir den Stein. Ja, danke. Perfekt. Das ist Purapet. Okay, kein Stein, also kein Reliktstein mehr. Ich weiß nicht, wie es im Original hieß. Wie hieß das denn? Keine Ahnung, Purapet ist es jetzt. Gut. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Ja, perfekt, danke. Gib das her. Damit werde ich sehr viele Dinge tun können. Noch nicht, aber dann. Ja, es ist eine Nintendo Switch. Praktisch. Ah. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Purapet. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Sehr gut. Zum Beispiel die Karte. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich die Prinzessin an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pets angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Ja, wo bin ich hier eigentlich? Dies ist der Garten der Zeit. Und das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurden an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Kriege ich jetzt eine Brücke? Ah, jetzt kriege ich gleich eine Brücke. Oder irgendwas anderes. Die Suche nach Zelda. Ah, wir haben ein Hauptziel bekommen. Willkommen im Garten der Zeit. Ich hörte, Prinzessin Zelda wartet dort, wo die Pet-Karte eine Markierung zeigt. Garten der Zeit. Das Bauwerk, das im Norden zu sehen ist, ist der Tempel der Zeit. Vor langer Zeit war er rege besucht. Etliche Zeremonien des Königreichs fanden in seinen Mauern statt. Doch nun ist es ein verlassener Ort, keine Seele, die sich zeigt. Verzeihung, die Erinnerungen haben mich überwältigt. Begib dich zum angezeigten Ort. Bitte sieh dich stets vor auf deinem Weg. Haben wir sonst irgendwas zu quatschen? Nein. Gut. Sehr schön. So, gleich mal Karte aufrufen. Yo! Das sind die Fotos, die sie gemacht hat. Das ist ja witzig. Wer ist denn dieser hübsche Junge? Okay. Da ist irgendwas noch nicht verwendbar. Wahrscheinlich sind es wieder so Fähigkeiten. Aber die Karte, holy moly.
Warte, hier sind wir. Nee, wo sind wir denn jetzt? Hier. Ah, hier sind wir runtergefallen. Hier sind wir runtergefallen. Okay, ja, das ist wieder alles sehr, sehr groß. Oh mein Gott. Da ist dieses runde Ding. Oh, im Hintergrund läuft so eine Art Ganon-Musik. Hört ihr das auch? Ist das so kurz und so leicht? Vielleicht habe ich es mir auch eingebildet, keine Ahnung. Okay, das sind irgendwelche Verbindungen. Und da sollen wir hin. Also wir sollen zum Tempel der Zeit, ja. Aber dann geht es von hier aus wahrscheinlich ganz nach unten. Na gut. Dann begeben wir uns erstmal Richtung Tempel der Zeit. Wir haben schon mal eine Art Ziel. Ich wollte noch mal kurz hier Tagebuch. Okay. Da kann man dann die Ziele nachgucken. Das ist wie gehabt. Das ist nichts Neues. Gut. So, lösen wir einmal das aus und kriegen vielleicht eine Brücke. Genau. Reparo. Sehr schön. Gut, dann sind wir doch schon mal auf dem Weg. Also es ist wirklich ein Breath of the Wild Nachfolger. Wow. Das kann man schon mal sagen. Und jetzt verstehe ich auch, also ich könnte nicht überall runterspringen. Es würde eben das passieren, was gerade passiert ist. Das Spiel würde mir sagen, nope. So nicht. So nicht, mein Freund. Okay, Kollege, wir reden. Oh, du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Wenn du deinen Weg fortsetzt, nimm dich vor den Militärkonstrukten in Acht. Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die Sonau, befahlen ihnen, unerwünschten Eindringlingen gar auszumachen. Sie werden dich sicher als Eindringling betrachten, scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich eines jener Mittel verraten. Bitte hör mir auf. Erklärt ihm jetzt den Flurry rasch. Zielerfassung, ja. Ja, das ist mir doch bewusst. Okay. Einmal gegen Ast gehauen, schon kaputt. Waffe werfen, ne, will ich jetzt eigentlich auch nicht. Ah, es sieht einfach so schön aus, alles. Ah, da ist immerhin was drin gewesen. Sehr gut. Gib mir Apfel. Noch mehr Routen. Da wollen wir nicht runter. Wahrscheinlich können wir nur dort runter. Ja, genau. Na, wo es dann auch heißt, hier. Hier hätte ich jetzt einen Krog versteckt, aber na gut, kein Krog. Sonau-Energiesphäre. Die werden also sicherlich noch sehr nützlich werden. Hast du mir noch was mitzuteilen, bevor ich hier wieder gehe? Ja, okay, haben wir kapiert. Ui. Platsch. Komm her. Komm her. Okay, die Tiere verschwinden genauso wie in Breath of the Wild, auch wenn man sie sammeln will. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Ach, gucke mal. Na komm.
Ach, ich muss das lernen. Nice. Oh. Waffe. Nice. Na, ich muss es halt wirklich lernen, so. Das ist das Ding. Okay. Deswegen mache ich es jetzt so oft ich kann. Damit ich es auch wirklich im Kampf dann mal nutzen kann. Das ist eines der Hauptprobleme, was ich bei Breath of the Wild hatte, dass ich einfach nicht vernünftig kämpfen konnte. Also ich hätte mir viele Kämpfe so viel leichter gemacht. Ich bin jetzt einfach schon wieder von der Möglichkeit überfordert, überall hinzugehen. Merkt man vielleicht. Kann ich da runter? Ach, da kann ich doch bestimmt auch noch hin. Will ich dahin jetzt? Ach, weiß ich nicht. Gerade nicht. Vielleicht gehen wir trotzdem erstmal den Spielweg und erkunden später. Weil so wirklich viel Secret scheint es noch nicht zu geben hier. Trotzdem juckt es mich halt, schon so ein paar Sachen vielleicht zu finden, die man finden kann, theoretisch eventuell. Aber es scheint auch nicht so, als ob das jetzt schon möglich wäre. Nee. Nee, komm, wir gehen mal den Weg Richtung Tempel der Zeit. Krok! Da sind sie. Also können wir doch schon Secrets finden. Sehr schön. Oh ja, ich hab dich gefunden. Du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwas sehen? Ich bin ein Krok, ein Waldgeist. Ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Ach, wirklich? Okay, also, wir müssen wieder Kroks sammeln. Ich werde garantiert nicht alle sammeln. Denn es wird bestimmt wieder so wie im Breath of the Wild sein. Man sammelt 900 Stück und dann bekommt man dann den Haufen. Aber ein paar müssen wir sammeln, weil man damit wahrscheinlich auch hier wieder Upgrades für Tasche und so bekommt. Holzpfeil. Stimmt, wir haben noch keinen Bogen. Aber den Bogen bekommen wir wahrscheinlich einfach aus der... Auch von irgendwelchen Gegnern irgendwann. Hey, aber wir haben unseren ersten Krok. Das ist doch schön. Okay, hier geht's. Wir probieren kurz was aus. Ich werde jetzt kommt gleich genau diese Information. Danke dafür. Haben wir das auch geklärt? Okay, also, ja, es ist im Prinzip einfach Breath of the Wild 2. Es ist wirklich Breath of the Wild 2. Sehr, sehr schön. Oh, und da können wir Essen kochen. Das machen wir gleich. Ah, verdammt. Nice. Bam, 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 bam. Okay. Die Stöcke halten schon mal ein bisschen besser als die anderen Dinger. So muss das. Okay. Ah, lol. Das hatte ich jetzt nicht vor, aber gut zu wissen. Ach so, ich muss in die Hand nehmen, ne? Aber ist jetzt interessant, dass das Spiel mir das noch gar nicht erklärt. So, nur wer jetzt Breath of the Wild gespielt hat, weiß, was man hier tun kann.
Na, dass ich zum Beispiel sage, okay. Wer es nicht gespielt hat, weiß das nicht. Yay. So, wir können jetzt also aus einem Viertel... aus einem Viertel Herz, was wir hier auffüllen, nee, ein halbes Herz füllen wir damit auf, können wir hiermit ein ganzes Herz auffüllen. Hurra. Oder das Ganze kombinieren. Ah, guck mal. Da kann ich jetzt die Rezepte mir anschauen. Sehr, sehr wichtig. Das ist Rezept Nummer 47. Ach, und man kann dann automat... Okay, das ist strong. Das ist stark. Wenn ich irgendwas Bestimmtes kochen will und habe das schon mal gekocht, kann ich einfach hier sagen, Zutaten nehmen, wenn ich die habe. Das ist cool. Das ist cool. Das heißt aber auch, wenn wir verschiedene Zutaten machen... Dann gibt es auch verschiedene Rezepte oder wie? Oder, also muss ich die. Also, okay. Das wäre dann ja wirklich ein Grund. Okay. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Das wäre dann ja ein Grund, verschiedene. Also, die auch in der Anzahl herzustellen. Dass ich sage, ich habe einmal das für 3 Herzen, ich habe einmal das für 4 Herzen und so weiter. Dann machen wir jetzt noch einmal 1 mit 3 Herzen. Beziehungsweise interessant wäre, ob man gleich das für alle Herzen bekommt, wenn man es einmal für 5 Herzen machen würde. Das müssen wir gleich mal austesten. Ah, Chili. Chili auch sehr wichtig. Kriege ich noch Äpfel irgendwo her? Nee, gerade nicht. Dann probiert es mal kurz mit Chili. Wenn ich jetzt nämlich schon 2 mache, ob ich dann auch ein Rezept bekomme mit 1er Chili. Huck. 5 Minuten Kälteschutz, auch nicht schlecht. So, na, jetzt wäre nämlich die interessante Frage. Ja. Nee, wobei, jetzt ist nur das eine, also würde... Er lässt mich jetzt nicht sagen, okay, ich... Mit einer... Ach doch, mit einer kann ich es machen. Und da ist jetzt dann die halbe Zeit, 2 Minuten 30. Okay. Und dann zeigt er mir auch immer an, durch diese gekesselten Dinger, was ich habe und was ich nicht habe. Ah, und er zeigt mir auch nur die Rezepte an, die ich damit herstellen kann. Auch das ist gut, weil jetzt zeigt sie mich die Chili-Dinger gar nicht an, ne? Auch das ist wieder gut. Okay, cool. Das gefällt mir schon wieder rum. Das gefällt mir schon wieder sehr gut. Dann machen wir nämlich gleich noch. Dann machen wir nämlich gleich noch die Variante hier. Dann haben wir das nämlich auch. Ah, genau. Na, das ist, versteht ihr? Und das lässt sich jetzt hier aber auch wieder zum Beispiel auch so machen. Oh, jetzt habe ich die einfach daneben gelegt. Ah, das können wir auch noch testen. Geht das auch wieder? Dass ich das einfach fallen lassen kann. Ah, der liegt nicht nah genug. Kann ich den ein bisschen verschieben? Nice. Sehr schön. Rostäpfel gibt es nämlich auch. Aber das ist dann schon das fertige Essen, ne? Genau, damit kann ich nichts mehr machen. Das kann ich nicht mehr in die Hand nehmen oder so. Kann ich nur essen. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Ist auch ein Rezept. Cool, cool, cool. Okay. Nice. Also kochen wird dann schon mal viel, viel angenehmer hier als im Original. Ach, Pilze, Pilze, Pilze kochen. Oh, guck mal.
jetzt schon die Waffentasche voll, aber die Route brauche ich beim besten Willen nicht. Die Route brauche ich halt wirklich nicht. Also, das ist in Ordnung. Da unten ist was. Okay, dann lasst uns kurz noch die Pilze verarbeiten. Machen wir gleich das Maximum. Pilzspieß! Der mir 5,5 Herzen auffüllt, so viel habe ich noch nicht mal. So, und jetzt wieder die interessante Frage. Müsste ich jetzt also wirklich für jedes, damit ich alle bekomme? Ah, er nimmt dann das Maximum. Okay. Ja gut, dann muss ich das auch nicht machen. Nee, will ich jetzt nicht kochen. Lieber kombiniere ich noch einen Pilz und eine Chili. Ist das auch wieder Kochobst? Wahrscheinlich nicht. Was ist denn das? Chili-Pilzspieß. Keine Ahnung. Scharfes Obst mit Pilzen. Okay. Auf jeden Fall ein neues Rezept. So, und das hier ist nichts zum Essen, ne? Das ist aber... Aber das ist auch was, was ich in die Hand nehmen kann. Da wird jetzt irgendwo so eine Pampe draus, aber die müssen wir auch einmal herstellen. Ja. Genau. Die dubiose Matsche müssen wir auch einmal hergestellt haben. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Sehr, sehr schön. So. Ja, da liegen jetzt überall Routen rum, die brauchen wir nicht. Mich hätte interessiert, ob ich noch einen Krog irgendwie finde auf schnell, aber ich glaube nicht. Dann gehen wir noch kurz darunter zu dem, was ich da gesehen habe. Ach, das ist einfach nur ein Busch. Das sah spannender aus von oben. Ja, war es leider nicht. Okay. Na gut. Na gut. Dann würde ich sagen, schließe mich hier auch den zweiten Part ab. Wir sind schon ein bisschen schlauer geworden. Da geht's zum Tempel der Zeit. Da wird uns sicherlich dann erklärt werden. Ach, guck mal, eine Truhe. Komme ich da schon ran? Ah, komm. Da komme ich doch wohl ran. Also wenn, dann von hier. Von woanders habe ich keine Chance. Ah, ich fürchte, es reicht nicht. Ah. Ja, so komme ich nicht hoch. Ja. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, ich komme da nicht ran, ne? Oder kann ich mich, also darf ich mich an das Gestrüpp hängen? Nein. Schade. Oh, Hallöchen. Hallöchen. Hallo, komm mal her. Kann ich auf euch reiten, zufällig? Oder seid ihr nur da zum kaputt machen? Und dann essen. Oh, sie sind weg. Sie sind einfach weg. Ja, gut. Wo sind die hin? Sie sind einfach weg. Da ist das Lied wieder, was ich vorhin meinte.
Ah, das ist okay, das ist so ein halbes Thema von dem Ganondorf. Ach, jetzt haben wir zwei. Ja, komm her. Ach Mann, ich kann das nicht. Oh, jetzt haben wir drei. Gut. Wunderbar. Ah, jetzt sieht man die Karte auch. Da, da, da. Oh! Guck mal, den Stein. Das Spiel spawnt mich direkt an dem Stein. So nach dem Motto, hey, wenn du da nicht längst kommst, nimm doch den Stein. Okay, jetzt probiere ich kurz was anderes. Scheiße. Egal. Okay. Dann klären wir das doch so. Hui! Und hui! Ast. Okay. Ah. Ist wie eine Lanze, ne? Ah ja, nice. Lanzen liebe ich ja. Okay. Ich wollte vorhin eigentlich noch in die Richtung laufen. Mann, ich treffe den nicht. Warum ist hier so neblig? Wahrscheinlich einfach so. Ja, wir können jetzt da drüben noch zu der Insel gehen, aber ganz ehrlich, das können wir auch mal anders noch erkunden. Oh, so viele Wege. Ich nehme an, unser Hauptweg führt erstmal wirklich zu dem Tempel der Zeit und alles andere kommt mit der Zeit. Okay, da ist nochmal einer. Wir bekommen nochmal einen Versuch. Mann, ich treffe nicht. Sonst hätte ich noch ein Rezept mit Hühnchen gemacht, schnell, aber... Ja. Egal. Bekomme nochmal einen Versuch. Oh. Ach Mann. Ja, komm her. Sehr schön. Fleisch. Fleisch. Okay, lasst uns noch mal kurz kochen gehen und dann passt die Geschichte. Oh, hier wird auch gezündet. Er erklärt mir kochen. Oder? Sei gegrüßt, der köstliche Duft hat dich hierher gelockt. Habe ich recht? Die meisten Speisen werden wohl riechender, wenn sie über Feuer geröstet werden. Außerdem sollen sie dadurch besser schmecken und nahrhafter werden. Ja, ja. Okay, er erklärt Kochen. Ah, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Habe ich gerade schon alles gemacht. Okay. Rösthimmelspilz. Dann rösten wir einmal Fleisch.
Nice. Grillwild. Okay. Und dann kochen. Ah, ne, kochen kann ich ja nur auf so einer Platte. Kochen kann ich ja nur an so einer Platte. Ach, guck mal, das ist wieder so ein Viech. Ja, komm. Wieso hat das vorher nicht funktioniert? Oh, shit. Nein, oh Gott. Bis ich die richtigen Tasten immer gefunden habe. Mist. Na komm. Hä? Bist du doof? Easy. Okay. So, ich wollte noch kurz nochmal zu der Platte zurück, zu der Kochplatte, ne? Wo war denn die denn? Wo war die denn? Hier ist ein großes Wasserbecken, für wenn man da oben runterspringt wahrscheinlich. Da hinten war die irgendwo, richtig? Ah, da war dieses Ding. Die Truhe, an die ich nicht rankomme. Dann war da hinten die Platte, genau. Aber komisch, dass da kein Koch, also kein Erklärer davor ist. Oder habe ich den nur. Ich sehe einen Erklärer irgendwo. Nee, ne? Da ist kein Erklärbär. Nee, also kochen muss man im Moment sich selber beibringen. Rösten wird einem da drüben erklärt, aber kochen muss man sich selber beibringen. Scharfes Chili-Fleisch. Om nom nom. Okay, sehr gut. Dann schließen wir hier jetzt wirklich ab. Siehst du, der Part wird schon wieder länger, als ich wollte. Aber so ist es halt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's zum Tempel der Zeit. Und tschüss.